Hallo, hallo, ihr Lieben. So, heute habe ich noch mal ein Bild gemacht und würde euch gern zeigen oder habe die Kamera mitlaufen lassen. Und wer fände es schön, wenn ihr mich begleitet, wie das Ganze entstanden ist. Vorab mal dann das fertige Werk und dann geht's los. So, dann geht's wieder los mit der Kleberei. Das habe ich natürlich wieder total zusammengeschnitten, weil das ist ja ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Aber so fängt es halt immer an, dass ich da die Servietten und Papiere aufeinander klebe, um einfach diesen Untergrund zu kriegen. Und da ich ja wusste, dass ich auf der linken Seite dieses Gesicht zeichnen möchte, also mehr linkslastig, habe ich da nicht so eine arge Struktur reingebracht, weil das hätte mir ja, wäre eher kontraproduktiv gewesen. Aber auf der rechten Seite, da wollte ich ein bisschen stärkere Struktur und da hatte ich so ein Papier. Das war aus unserer Verpackung raus und das hatte solche Noppen und das habe ich dann zerrissen und auf der rechten Seite platziert. Und das gibt natürlich dann eine Megastruktur, ohne dass man da jetzt 5 Lagen übereinander machen muss. Genau, und dann habe ich also die andere Seite, da war ich relativ zahm, da ging es mir nur darum, dass so kleine Struktur reinkommt. Und dann war ich da auch relativ. Also habe ich da relativ schnell geschnitten und habe das dann weiß gestrichen, grundiert. Und mit Acrylfarbe. Also man kann es auch mit Gesso machen, wie gesagt. Und dann hatte ich von einem anderen Projekt noch ein bisschen Farbe übrig. Und weil ich wusste, die rechte Seite soll blau werden, blau-türkis, habe ich da schon mal ein bisschen was angefangen und habe dann aber jetzt da mit der Skizze begonnen. Das mit dem Skizzieren ist so ein bisschen so Sisyphus, aber ich mache das dann immer mal. Weil das entwickelt sich dann halt auch so, wie das wird. Und beim Anschauen von dem Videomaterial musst du lachen, weil nachher das Gesicht eigentlich ganz anders geworden ist. Aber da habe ich mir jetzt halt mal so eine Richtlinie gemacht fürs Malen. Und dann entwickelt sich das aber. Also das, was irgendwie ähnlich wird oder so, das ist nicht gerade meine Stärke. Das entwickelt sich irgendwie so halt aus der Stimmung raus. Und das ist nachher ganz anders geworden. Also, aber so von der Grundsache her, Frau mit Turban, das ist dann schon geblieben. Und was nachher auch weggefallen ist, ist zum Beispiel diese Stirnfransen. Das hat mir nachher mit der Acrylfarbe irgendwie nicht mehr gefallen. Und das habe ich nachher auch wegfallen lassen. Oder die Blumen. Aber ich meine, ja, es ist ja ein kreativer Prozess. Und also ich bin da bestimmt nicht jemand, der das da von A bis B bis C plant. Auf jeden Fall fängt es dann wieder an, dass man halt weiter das bemalt, den Hintergrund, mit dem habe ich angefangen. Und was mir da immer wichtig ist, dass man einfach verschiedene Farben nimmt, dass es halt eine gewisse Lebendigkeit hat. Und da hatte ich halt auf der linken Seite dieses Türkis und Blau in verschiedenen Farbtönen. Das habe ich dann halt so übereinander geschichtet. Und ja, das sieht man da eigentlich auch ganz schön. Das gefällt mir ganz gut mit den verschiedenen Farben. Also mich fasziniert an den Acrylfarben sowieso die Leuchtkraft. Und deswegen wollte ich da auch bei dem Bild, es sollte einfach unheimlich farbenfroh oder unheimlich farbig werden. Und ich habe mir nachher auch überlegt, so als Bildtitel Regenbogen, also Regenbogenfrau, das finde ich passt, weil das Bild ist ja wirklich. Also da sind ja fast alle Farben vertreten. Also da bei dem Shirt bin ich dann wieder ein bisschen dezenter geworden. Aber wie gesagt, das entwickelt sich dann immer, immer weiter. Da habe ich also wirklich alle Farben ausgekostet. Und ich fange immer mit dem Hintergrund an. Und so ist es ja auch richtig. Und dann kommt die Figur oben auf. So, und ich habe halt immer die Kamera mitlaufen lassen und da hat es manchmal auch ein paar üble Schnitte drin, weil ich sie dann halt zu spät eingeschaltet habe oder so. Aber da arbeite ich noch dran an dem Format und ich denke halt, es ist ja das Endergebnis, ist schön zu sehen und dass man dann so ein paar Arbeitsprozesse hat. Außerdem, ich habe es natürlich wieder mal schneller laufen lassen, ich glaube, vierfache Geschwindigkeit. Und das finde ich immer lustig zum Gucken. Ja, wenn man die Prozesse dann so beschleunigt, das finde ich immer ganz interessant. Also auch so Skizzen oder so. Und das ist natürlich schon ein Kontrast. Also da dieses Rot-Orange
Und das Blau-Türkis, das hat mich da fasziniert. Ich finde es sowieso schwer, Gesichter mit Acryl zu malen. Also mir fällt es momentan noch schwer, das ist sicher nicht schwerer. Aber weil ich mehr so aus dem Aquarellbereich komme und da ist es ja so, ja, da ist alles so leicht und so hingeworfen und das ist halt bei Acryl nicht. Da muss man ja schon ein bisschen mehr planen. Und hat also mehrere Schichten und ja, und deswegen habe ich da jetzt mal angefangen zu grundieren, also so mehr das Hautfarbene, dass ich da mal so die Grundsache habe und da habe ich nachher ganz viel dann noch gefeilt, weil das ist alles so, also das ist auch noch ein bisschen so technisches Problem, dass es halt mir noch zu plakativ ist und oft mache ich dann noch eine Schicht drüber, damit es wieder sich ein bisschen zurücknimmt und so. Und dieses Mal habe ich dann später angefangen mit den Fingern dann zu malen. Das hat mir irgendwie da, hatte ich dann das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle drüber. Aber das war dann so eher beim Finish. Aber da habe ich jetzt dann den Turban. Also ich sage ihm, also so die gröberen Sachen, das ist klasse mit dem Acryl, weil das natürlich einfach so gewisse Stärke hat, aber dann das Filigrane vom Gesicht, das fällt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, aber ja, da arbeite ich dran. Und da mit dem Turban, das hat eigentlich, das war ganz schön, weil da man natürlich durch den Strich vom Pinsel schon so gewisse Struktur, so gewisse Stoffstruktur hinkriegt. Das fand ich ganz gut. Ja, selbst in vierfacher Geschwindigkeit zieht sich das Ganze ein bisschen. Aber malen ist halt immer, ja, die Bilder in der, die alten Meister, die sind in Wochen und Monaten entstanden, also von dem her. Ja, da ging es dann jetzt weiter mit dem Turban. Aber das macht mir gerade halt total Spaß, also. Eigentlich mag ich ja so ganz große Formate, aber das ist jetzt so kleines, überschaubares und das fängt man dann auch eher mal an. Und farbenfroh ist momentan so das Thema. Aber klar, drumherum ist es ja dunkel genug. Da habe ich immer noch an diesem Pony festgehalten, das habe ich aber nachher wieder verworfen. Und da kommt jetzt halt noch einmal eigentlich so ein bisschen die Skizze fürs Gesicht. Aber ja. Ich brauche das immer so als Orientierung für die Farbe und so braucht man halt da mehrere Skizzen. Und ich weiß nicht, das mit den Haaren, das hat die ganze Zeit, das hat mich nachher dann so gestört, dass ich da einfach von weggekommen bin. Das hat dann auch so was Minimalistisches, das Gesicht, aber so was Klares, dadurch, dass da nämlich so viel Firlefanz da drum rum ist und das hat mir dann nachher besser gefallen. Da habe ich dann angefangen mit den Fingern zu malen, weil ich dann diese Schattierungen und so, das war dann, fand ich dann toll mit den Fingern. Da hatte ich das Gefühl, ich habe da mehr Kontrolle. Weil das ist natürlich die Gefahr, dass man mit dem Acryl, dass das dann so gewisse Schwere hat und dann so platt wird. Und da, ja, da habe ich halt, da hatte ich das Gefühl, das geht so besser. Außerdem macht es ja auch Spaß. Ja, da sind ihm dann die Schatten ins Gesicht. Das ging da auch besser. Aber da muss ich ja ganz ehrlich sagen, das kann ich im Aquarell, mit Aquarell besser, mit den Schattierungen. Da habe ich mich dann schon mal wieder ans Gold gemacht. Das fand ich irgendwie schön. Und das lässt sich natürlich auch hervorragend mit den Fingern auftragen. Und da ist natürlich schön, dass da so Struktur ist auf der rechten Seite. Das hat mir gefallen. Also das ist ja auch schön jetzt so im Nachhinein, wenn man da so entlang fährt mit der Kamera, dass man da sieht, was da für Struktur ist. Ich habe dann auch versucht, das sieht man da ein bisschen zu stempeln dann auch. Mit diesen Linoleumstempeln, die ich da habe, die selber gemacht, ne? Aber da ist natürlich die Gefahr auf dem strukturierten Untergrund, dass das dann gar nicht so rauskommt. Und das hat jetzt einfach so ein paar
Ja, es ist ein Gelb im Hintergrund, aber dass man es so wirklich sieht, eigentlich nicht. Ich habe bei früheren Bildern auch schon mal ins Nasse reingestempelt, dass das dann so praktisch diese Servietten und so verformt. Das hat dann natürlich, das hat besser gewirkt, aber momentan lasse ich es eher immer trocknen, den Untergrund. Aber vielleicht ändert sich das auch wieder. Das ist ja auch gerade das, dass ich ganz viele Sachen ausprobiere und das finde ich ja das Spannende irgendwie. Das, ja, das ist ja auch Kreativität und Kunst, dass man Sachen probiert und ja, und auch von Themen her springe ich da immer mal. Also mal sind wieder mehr so Karten und Alben und dann ist es einfach wieder mehr so die Malerei und das Art Journaling. Wobei ich es immer lieber mag, dass ich ein Blatt Papier habe oder eine kleine Leinwand oder so. Aber vielleicht komme ich noch auf das, dass ich es in ein Buch reinzeichne. Weil ich will einfach so die Möglichkeit haben, es auch herzugeben oder es aufzuhängen oder so. Aber so ein Art Journal ist natürlich schon mal toll. Da sieht man, da habe ich jetzt wieder mal ein paar Schritte übersprungen. Aber da habe ich mich jetzt mit dem Gesicht her ein bisschen mehr festgelegt und habe da aber halt auch rumschattiert im Gesicht. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Und da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen ein paar Sachen zwischendrin ausgelassen, weil ich dann die Kamera habe nicht mitlaufen lassen oder so. Ja, weil ich dann auch wieder irgendwas geschnitten habe. Aber meistens war es so, dass ich noch mal ein bisschen was weitergemacht habe und hatte dann die Kamera gerade nicht laufen, weil es hat sich ja schon dann doch ein bisschen hingezogen. Ja. Ja, und ich hab lang rumüberlegt, da gerade mit den Haaren, weil das hat so ein bisschen was von, wie wenn jemand, also wie wenn sie kahl wäre, aber irgendwie hat mir diese Schlichtheit dann doch ganz gut gefallen. Ist ja immer die Gefahr, dass man zu viel macht an einem Bild und nicht früh genug aufhört. Aber gut, bei Acryl kann man immer wieder übermalen. Das ist ja auch toll. Aber das fand ich dann, ja, das war für mich dann irgendwann, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, so bleibt's. Ich habe es dann auch noch mal ein bisschen liegen lassen und habe dann aber entschieden, nee, es bleibt jetzt so. Dann habe ich noch ein paar Highlights gesetzt und dann, ja, dann war es für mich fertig. Wo das Stempeln ganz gut geklappt hat, was man sieht, im Turban. Da habe ich mit so einem ganz kleinen Blattstempel, den ich da gemacht habe, aus Linoleum reingestempelt und das hat ganz gut geklappt. Aber da ist die Fläche wahrscheinlich auch ein bisschen flacher. Das war besser. Und komischerweise auf der anderen Seite, da bin ich nachher noch mit Schablonen dran gegangen, genau, weil es mit dem Stempel nicht so gut geklappt hat. Aber ja, das war dann auch okay so. Vielleicht muss ich es mal wieder mit einer glatteren Leinwand probieren. Aber mir gefällt es halt mit der Struktur, es passt. Passt einfach zu mir. So. Jetzt zum Schluss zeige ich es euch nochmal. Jetzt habe ich es, wie gesagt, abgeschlossen. Aber ich wollte ja auch mich von euch verabschieden. Deswegen zeige ich es nochmal. Also, ich bin jetzt soweit ganz zufrieden. Und ja, mag das mit der Struktur. Das sieht man auch zum Beispiel, dass ich da noch mit Schablonen gearbeitet habe, weil das mit dem Stempel nicht so geklappt hat. Hier sieht man noch so ein bisschen die Reste, wo dann doch ein bisschen der Blattstempel funktioniert hat. Ja, aber wie gesagt, so ist es jetzt letztendlich geworden. Genau. Und jetzt hoffe ich, dass euch das vielleicht ein bisschen inspiriert hat und ja, und dass ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut. Mal sehen, was ich da mache. Also, danke, tschüss.